So, moin moin, da sind wir wieder mit Satisfactory. Am Sonntag. Am Sonntag. Moin moin auch von mir. Ach, das ist ja schön. Jetzt, OBS hat wieder den falschen Bildschirm. Er hat wieder vergessen, wie er eingestellt ist. Hier, bitteschön, jetzt habt ihr auch den richtigen Monitor. Ich verstehe nicht, warum OBS so blöde ist. Also. Naja, gut. Okay, alles klar. Wir können ja kurz erklären, was der Plan ist. Also, Dennis arbeitet weiter an dem Lager, also an dem Endlager. Andy besorgt ganz viele Materialien. Wir wollen nämlich quasi, ich zeige das mal kurz auf der Karte, wir wollen hier oben das Atomkraftwerk hinstellen, damit es halt nirgendwo im Weg ist. Und hier an der Seite ist ja das Lager. Und dann wollen wir das hier quasi am Rand hoch, dann beziehungsweise am Rand lang ins Lager bringen. Und hier sollen die Atomkraftwerke dann hin. Also ich werde es wahrscheinlich erstmal hier so hinmachen, weil wir wollen über kurz oder lang wollen wir Plutonium machen. Aber ich habe jetzt erstmal nur einen Bauplan gemacht für das mit Uran. Das heißt, ich werde das jetzt hier so auf die Höhe setzen. Hier vorne kommen dann 7, also aktuell erstmal 7 Versorgungskanäle rein mit verschiedenen Materialien. Also das wird noch spannend. Achso, Andi, ich glaube, wir müssen da oben erstmal so einen Grundstein setzen, damit dein Skywalk die richtige. Also damit es nicht am Ende so eine lose Verbindung ist, damit wir auf dem gleichen Raster arbeiten. Weißt du, wie ich es meine? Ja, vielleicht schön, ja. Ja, dann flitze ich da jetzt erstmal oben hin und stelle schon mal ein paar Fundamente hin. Ja, ich muss okay. So noch ein paar Sachen machen, damit ich den einen Mark 3 meiner quasi braten kann. Achso, ja, gut, dann. Genau, dann werde ich. Dann werde ich da erstmal ein paar Grundsteine setzen, damit wir schon mal was zum Start haben. So, habe ich auch ein bisschen was für Wände dabei? Nicht wirklich. Wenn wir jetzt gerade nicht viele brauchen, aber ich werde viel Fundamente brauchen heute. Okay, gut. Das kannst du vergessen. Also tatsächlich, das kannst du vollkommen knicken. So. Naja, wir haben ja zum Glück noch das große Betonwerk. Aber auch hier haben wir schon ein bisschen was auf Tasche. Also ich werde jetzt erstmal so rumflitzen. Ich hoffe, du machst mir nachher das Lager nicht ganz leer. Aber wir werden es gut dezimieren heute. Ich fürchte, das Betonlager wird wieder leer sein. Aber, so, gut, los geht's. Also ich habe hier die übelsten Ruckler überhaupt. Hier, Andi, ist das bei dir auch so? Nö. Bei mir kann es nicht sein, ich habe vor der Aufnahme alles reconnected und einem drum dran. Wir müssen nochmal eben in den Live-Channel wechseln, sehe ich gerade beim TS. Zieh euch kurz nach. Zu Channel Live gewechselt. Dennis wurde in deinen Channel verschoben. Chibiusa wurde in deinen Channel verschoben. So. Gut. Kann auch vielleicht sein, dass es bei dir irgendeine Anzeige oder Internetgeschichte ist, Sumo. Deswegen habe ich Andi gefragt, weil wenn Andi das Problem auch hat, dann kann das Problem möglicherweise von mir kommen. Also momentan ist es halt immer wieder so beim ersten Spielstart. Dann haut er sich erstmal den Arbeitsspeicher voll und dann. Ja, ebenso kenne ich es eigentlich auch. Ich meine, ich kann mal. Ja, weil, wie gesagt, bei mir ist die komplette Natur respawned. Es geht auch nicht weg. Ich kriege auch keine Ressourcen. Und wenn Material produziert wird, dann hakt es wie keine Ahnung was. Und ich habe Internet bei mir schon längst wieder neu gestartet, einem drum und dran. Also an mir kann es eigentlich da nicht liegen. Naja, also bei mir ist Grafikkarte auf 50% und Prozessor auf 20, ne 30 gerade. RAM-Auslastung ist auch nicht hoch. Also vom PC her sehe ich gerade nicht, dass das irgendein Problem ist. Och nee, ich muss jetzt tatsächlich. Also RAM ist auch noch bei 50%, also das ist jetzt auch nicht kritisch.
Das Einzige, was bei mir momentan ein bisschen heizt, ist meine Grafikkarte. Aber sonst... Ja gut, das ist normal, ne? Das ist bei mir genauso. Wobei ich sehe gerade auch von der Temperatur her, ist immer noch schwankt zwischen grün und gelb. Also mein Arbeitsspeicher ist gerade mit 10 Gig ausgelastet und meine CPU dümpelt bei 50% runter. Meine CPU hat mal wieder ein bisschen Spaß hier, das finde ich schon toll. Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass es am Anfang sich auch ein bisschen einruckeln muss, hier und da. Gerade weil man die ganzen Kartenteile und die ganzen Maschinen und so, das muss man ja auch erstmal alles in RAM kriegen. Und das muss ja auch irgendwie alles... Ich weiß nicht, warum hier die ganze Natur wieder da ist, die ich beim letzten Mal, als ich ankam, komplett weggemacht habe und jetzt ist alles wieder da. Es wird angezeigt, aber ich kann nichts davon wegmachen. Das verstehe ich auch nicht. Es sieht hier aus. Gerade hier. Da. Ich kann da ja mal aussteigen und gucken, wie das bei mir aussieht. Ja, bei dir wird es wahrscheinlich wieder nicht angezeigt, weil du der Kanal bist, aber wenn ich bei mir hier gucke, hier ist alles dicht. Ich kann es auch nicht wegmachen. Weil es ja quasi weg ist, also. Ja, ganz genau. Ja gut, das sind halt so leider die Bugs, die Satisfactory leider noch hat, ne? Das Spiel immer noch im Early Access ist. Ja, das ist wohl so. Wo war nochmal der Mixer für die verschmolzenen modularen Rahmen? Boah, da hinten bei dem Drohnenplatz Sumpf ist der. Ah, okay, alles klar. Boah, Alter, was man hier, was man nach dem Wasserfall für einen Affenzahn drauf hat. Heftig. Ja, jetzt habe ich gerade den Task Manager hier davor gelegt. Ah. Ja. Mir kommt das Satisfactory ständig eine Stimme, die irgendwas im Minutentakt auf Englisch sagt und ich weiß nicht, was sie von mir will und wie ich es ausbekomme. Das ist gut möglich. Hast du es gerade erst angefangen oder bist du schon eine Weile dabei? Ich glaube, ich bin zu weit gereist jetzt. Ich glaube, wir setzen mal auf 30 FPS runter. Ich glaube, das reicht auch. Ja, das ist ja auch nur, das ist ja auch nur für dich. Ja, ich meine so im... Richtig mega flüssig sieht es im Stream meistens eh nicht aus, gerade wenn die Bilder sich so schnell wechseln. So. Mm. Also im Tutorial wird einem eigentlich relativ oft irgendwie erklärt, wie irgendwas funktioniert. Dann mit 75 Spielstunden? Okay, das ist komisch. Es gibt sonst die Stimmen, die du hören kannst, die können von diesen Relikten sein, hier diese Merkersphären und so, die haben so Phantomstimmen, dann hört man immer irgendwelche Stimmen im Hintergrund. Also es kann sein, dass eine Merkersphäre bei dir in der Nähe ist, dann würdest du auch quasi immer irgendwie eine Stimme hören, wenn du da dran vorbeikommst. Das hat mich auch schon mal ein bisschen irritiert, aber also das könnte jedenfalls der Grund sein. Aber irgendwie mit 30 FPS wirkt es irgendwie doch nicht so geil. Aber vorher hatte ich sowieso unbegrenzt. Ach, ist egal. Soll mal was tun für sein Geld. Ganz flüssig ist es eh nicht. Aber gut, es kann auch an dem Licht liegen. Gut, dann wollen wir mal runter und ein... Boah. Die haben mich nicht bemerkt, scheinbar. Jürgen ist mitten über dem Wasser. Meinen AKWs und hoch in der Luft. Okay, das ist definitiv nicht normal. Ich glaube, da fürchte ich, da muss ich glatt ein bisschen zu Fuß gehen hier. Vorne, aber ich glaube, der Ausstieg da vorne wäre besser. Ich glaube, von dem
Dann, wenn ich das schon mal runterziehe, könnte ich eigentlich gleich mit dem Hypertube wieder zurückkommen eigentlich, ne? Wäre vielleicht gar nicht so doof, dass wir da dieses Stück direkt anbinden. Das ist komisch, hier ist es wirklich ein bisschen rucklig hier in dieser Ecke. Könnte natürlich auch am Gebiet liegen. So, hier baut Dennis gerade hin, da muss ich ein bisschen drum rum. Also dann kann ich es dir leider auch nicht erklären. Okay, wenn er da lang zieht, jetzt müssen wir auf der Karte gucken. Okay, eigentlich könnten wir auch noch mal eine Station zurück, da beim Wasserfall. Da könnten wir auch hin. Also, die Stimme, die Harvest und irgendwas sagt, das sind eigentlich die Stimmen von den Merkersphären. Also, es könnte natürlich auch sein, dass du eine im Inventar hast und die quasi mit dir redet. Also, es ist mir persönlich noch nicht passiert, aber... Das ist ganz schön creepy. Ich würde nicht ausschließen, dass es tatsächlich möglich wäre, dass die Merkersphäre mit dir redet. Ganz schön creepy. Ja, da gibt es ja auch so Theorien, wo diese... also, was genau der Sinn des Ganzen ist, wofür die Merkersphären quasi da sind und... ja, es wird ja auch noch ein bisschen über den Plot quasi auch philosophiert. Wie ist geplot bei Satisfactory? Nee, eigentlich nicht, und das ist es ja. Gerade weil man ja noch nicht wirklich weiß, warum man den ganzen Spaß eigentlich macht. Deswegen wird relativ viel darüber spekuliert. Ich bin doof, ich bin richtig doof. Und da vorne ziehen wir lang. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, dann, ich glaube, dann machen wir uns am besten da runter. Könnte sein, dass das ein bisschen steil wird. Ich fürchte fast, dass das nicht geht. Dich habe ich jetzt in mein Herz geschlossen, das muss ich aber sagen. Danke für den Follow. Der andere Ausstiegpunkt ist da hinten, ne? Wir haben hier irgendwie so quer... Okay, nee, dann gehe ich jetzt zu Fuß und stelle da einfach erstmal ein Fundament hin. Mhm. Das wird sonst eine... Ja gut, der Weg zum Atomkraftwerk, der ist eh nötig, aber dann stelle ich da zumindest schon mal ein Fundament hin, damit du schon mal starten kannst. Also momentan bin ich, wie gesagt, noch am Bauen der... Achso, ja gut, dann baue ich gleich mit Tube und Strom und allem. Weil dann haben wir gleich einen Weg runter zum... Na klar. Ne? Obwohl, nee, der Tube wäre... Ich gerade am überlegen. Weil da unten ist ja das Lager, da kommt man eh lang. Aber eigentlich der direkte Weg um zum Kraftwerk wäre auch schön, ne? Dann baue ich das gleich. Den Notfallweg zum AKW sollte man haben, ja. Aber. Also ich finde auch, dass das Spiel performt heute nicht gut. Es ist echt immer ruckelig. Es ruckelt die ganze Zeit. Aber ich kann dir auch nicht sagen, was da los ist. Die haben gestern oder vorgestern haben sie ein Update eingespielt. Ich meine, ich habe ja den Rechner nicht mal wirklich oft laufen in letzter Zeit. Also ich habe von dem Update überhaupt nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Bei mir hat er, also mir, zumindest hat er es mir gestern oder vorgestern. Na gut, du hast ja dein Steam nicht auf Autostart. Wahrscheinlich ist das Update, klar, was schon... Steam auf Autostart. Hast du jetzt? Ja, klar. Ich habe mein Steam immer auf Autostart. Das war aber früher nicht so. Doch. Relativ sicher, dass es nicht so ist. Da hatten wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Da hinten liegt ja schon Strom. Brauche ich ja gar nicht. Ach, das ist wahrscheinlich für das Zeug, was Dennis da vorne baut, ne? Steht auch schon meiner. Warum landet der Vogel einfach hier auf meinem Hypertube? Boah, das ist ja ein super... Bock drauf hat. Der ein super Speed gerade. Dann hält er mich auch noch vom Abflug ab hier. So.
Bin ich jetzt da hingekommen? Achso, ja, okay. Jetzt. Ah, verdammt, ich bin ja nicht drauf eingestellt, so viele Hypertubes zu bauen gerade, merke ich. Muss ich nochmal zurück, noch Materialien holen. Nee, aber das mit den Stimmen, das kann ich dir nicht sagen. Ich spiele ja meistens auch ohne Sound. Das kann auch einfach sein, dass das irgendwie Plot ist. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass bei dem Update auch diese Stimme, die Harvest sagt, auch noch mit bei war. Also in dem Trailer für dieses Update. Keine Ahnung, ob es da irgendwie einen tollen Grund dafür gibt. Schon irgendwie ungewöhnlich hakelig heute. Also normalerweise würde man davon ausgehen, dass es auf dem PC eigentlich besser läuft. Ich hab keine Probleme. Naja gut, du streamst das auch nicht, ne? Ja. Und bist auch nicht der Server gerade. Ich bin weder der Server noch, aber Dennis aber hat ja auch einen wirklich sehr guten PC. Ja, das stimmt. Deswegen verstehe ich es halt auch nicht, weil Dennis hat eigentlich von uns hier den besten PC. Ja. Aber es kann natürlich auch wieder irgendein Netzwerk-Ding sein von Satisfactory halt, ne? Ja, klar. Manche Spiele laufen auch einfach nie richtig gut, ne? Ich erinnere nur mal an Perfect World. Das hat auch immer geruckelt wie die Hölle. Ja, aber es war spielbar. Ja, das hier ist auch spielbar. Es ruckelt halt trotzdem, ne? Ja gut, Perfect World war langsamer, ne? Ja. Aber stell dir mal vor, du würdest Terra so spielen wie Perfect World. Oh nee, das macht dann auch keinen Spaß. Also, das würde aber auch, glaube ich, gar nicht funktionieren. Weil Terra ist ja ein Live-Action-MMO. Ja, da musst du viel zu schnell reagieren. Ja. Perfect World, das war ja alles viel, viel langsamer. Ja. Das ist jetzt so die Frage, war es langsamer, weil die das langsame Gameplay beabsichtigt haben, oder war es einfach langsamer, weil sie gemerkt haben, dass der Netcode nicht schnell genug dafür ist? Also, selbst PWMS war nach kurzer Zeit schon nicht mehr so reaktionsarm, ne? Aber tatsächlich war MS so ziemlich das schnellste Perfect World, welches sie gespielt haben. Gut, viel schneller kann es ja auch nicht sein. Der Server stand wo? In Frankfurt oder so? Also. Aber das war auch nur am Anfang so schnell, ne? Aber ich glaube auch am Anfang haben die sich einen extra großen Server geholt und am Ende darf der Dienst natürlich nichts mehr kosten. Und dann haben sie wahrscheinlich abgespeckt, ne? Und nochmal abgespeckt und nochmal abgespeckt und irgendwann. Mehr brauchen wir jetzt nicht, genau, mehr brauchen wir nicht. Ja, das ist ja auch, je nachdem, was für einen Dienst du betreibst, ist das ja eigentlich auch voll legitim. Also, wenn du jetzt so einen Webservice hast, irgendeine App oder so, die funktioniert, und dann denkst du ja auch so, ja, meine Güte, dann hast du halt ein bisschen Reaktionszeit mehr, ne? Also, stört ja nicht. Nö. Ne? Aber bei einem Spiel ist dieses bisschen Reaktionszeit mehr leider halt auch sehr kritisch. Ja. Mal schön das ganze Inventar vollpumpen. Was hast du denn momentan gerade bei dir? Eine Menge. Ich bin mir jetzt auch gar nicht so ganz sicher, was ich damit alles vorhatte. Ja gut, okay, ist klar, ein bisschen Beton dabei. Achso, ja, Funksteuereinheiten. Ja gut, für Drohnenplatz und so hatte ich natürlich noch Zeug dabei. Aber die Batterien zum Beispiel, die kann ich auch wieder hier lassen. Mal eine ganz, ganz dumme Frage. Warum hast du auch so Kaugummi-Streifen dabei? Weil man die manchmal braucht. Also gut, in der Menge brauche ich, glaube ich, gerade keine, aber die braucht man auch teilweise hier, um, wann das die Wand durchlässt. Also irgendwo habe ich die. Hier die Hypertube-Eingänge brauchen zum Beispiel, ja, okay, welche.
Also deswegen, also ein bisschen was von allem sollte man einfach immer dabei haben. Auch zum Beispiel die Quarzkristalle für Lampen zum Beispiel. Ja, das ist nur deine Pastille. Ja, aber so zum Beispiel auch hier Stangen, Kabel, Draht, Beton braucht man ja alles, wenn man dann wieder einen Mast hinstellen möchte. Ja, es ist brauchst halt von allem was. Oh, ich krieg heute eine Krise, ey. Bin mir auch nicht sicher, ob die 600 reichen, aber das ist jetzt erstmal hoffentlich genug. So, dann wieder zurück. Stickstoff, Gas. Aber Alex, du hast dann ja schon Atomkraftwerke gebaut. Da hast du uns auf jeden Fall was über an der Stelle. Also, Atomkraftwerk wollen wir jetzt demnächst mal in Angriff nehmen. Beziehungsweise machen es jetzt, aber. Atomkraft, nein, nein. Genau. Ja, es wird sich noch ein bisschen ziehen, fürchte ich. Ich hoffe, so 2, 3, 4, 5 Wochen. Ja, mal gucken. Mache aus dem Müll auch Plutonium. Ja, das ist dann der nächste Schritt. Das wollen wir dann auch noch machen. Aber erstmal das eine. Sumo, ich hätte ganz gerne da oben eine 100x100 Plattform. Ja, das kannst du schön vergessen. Das hatten wir schon hier. wir haben sie längst nicht verbraucht. Dennis hat 3 gebaut. Ja, das stimmt. So mit den ganzen Zwischenböden so, ne? Ja, schon. Ja gut, okay, 50. Schon Brett, ne? Ja, so viel braucht man da, glaube ich, gar nicht. Also, da sind zwar schon so ein paar Sachen, die man da zusammen braucht, aber wir haben es uns ja jetzt aufgeschrieben. Und da sieht man ja auch, so kreuz und quer verbunden ist das ja eigentlich gar nicht. Also, gerade jetzt mit dem Lucid Chart, da sieht man das ja eigentlich relativ gut, dass die Sachen sowieso sehr eng aneinander hängen. Es gibt eigentlich nur ein Stück, wo sich das ein bisschen überkreuzt. Und ansonsten läuft es eigentlich wunderbar alles so nebeneinander her. Es gibt nur ein Stück, genau, mit dem Eisen, wo man zwei Konstruktoren mit befeuern muss. Aber sonst. Ich auch sehe, ja gut, Schnecken hätte ich auch nicht genug dafür da. Aber gut, jetzt geht's erstmal um den Weg. Ich glaube, ich habe eh nicht genug Material, um die ganzen Fabriken da hinzustellen. Eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen. Genau. Los, komm, gib dir mal ein bisschen Mühe hier hoch. Und Alex, guckst du dir auch das neue hier den neuen Patch dann an? Wir haben da so ein bisschen was schon draus gesehen. Also ich bin da ja schon gespannt, wie es dann wird. Gerade auch, weil hier ein Teil des Gebiets ja komplett neu designt wurde. Ich bin so ein Vollhorst. Aha. Nee, bin ich nicht. Ich muss ja trotzdem wieder zurück zur Base. Ich freue mich auch schon so ein bisschen. Also auch dieses Update mit den Lampen fand ich richtig gut. Also dass man jetzt endlich halt Scheinwerfer und sowas aufbauen kann, weil ich hab mich immer sehr daran gestört, dass man schöne Gebäude bauen kann mit Wänden und allem und dann sperrt man quasi das Tageslicht aus, dann ist es halt stockfinster, aber Lampen gab es nicht. Da habe ich mich halt auch schon immer gefragt, so warum hat man an sowas noch nicht gedacht. Aber gut, ich kann mir auch vorstellen, dass Beleuchtung auch programmiertechnisch vielleicht auch gar nicht so einfach ist. Vor allem, wenn du dem Spieler auch die Freiheit lässt, die Farbe der Beleuchtung anzupassen und alles. Oh Gott, so, wo hänge ich jetzt schon wieder? Hier, du kommst erstmal weg hier. Oh Mann, der hatte mich aber voll aus dem Takt gebracht. Aber es hängt auch richtig hinterher. Ich klicke und eine halbe Sekunde später macht er erst das mit dem, also den Angriff. Ja.
Mein Satisfactory ist aber auch von der Performance relativ schlecht, wenn ich am Stream bin, obwohl ich gutes Internet und guten PC habe. Ja, ich hab auch schon überlegt, also eigentlich habe ich so ein, also eigentlich habe ich einen zweiten PC, der nur fürs Streaming quasi übrig war. Aber ja gut, wie ich schon gesagt habe, er war übrig. Und naja, jetzt ist er nicht mehr übrig. Jetzt hat er seinen neuen Sinn gefunden. Aber dadurch, dass ich ihn jetzt halt nicht mehr, also dadurch, dass er jetzt auch benötigt wird, ja, dadurch kann ich ihn jetzt halt schlecht fürs Streaming einsetzen. Fürchtet, dass es nicht geht. Aber hier wollen. Was ist denn das hier? Ah ja, okay, ich gucke auch in die falsche Richtung. Wir wollen da vorne raus. Aha. Ja, das könnte witzig werden. Hm? Schön. Ich liebe sowas. Das geht jetzt steil runter hier. Aber ich möchte eigentlich nicht so viel an Höhe verlieren, aber so ein bisschen was muss raus jetzt hier. Das geht so nicht. Okay, ja. Hm. Ja, okay, das müsste passen. Nein, geht nicht. Oh nein, ich brauche Eisenstangen, Eisenplatten. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, das ist leider zu selten, das Material. Ja. Das kann man nicht mehr auftreiben. Tut mir leid. Ah, verdammt. Befürchtet. Das vom Winkel her nicht passt. Muss mal ein bisschen nach draußen. Immer drehen. Dieses Eisen. Davon gibt's so wenig in dieser Welt. Finale Höhe? Ja, was? Achso, nee. Das ist für eine finale Höhle. Höhe. Was ist denn mit der finalen Höhe? Ist das schon die finale Höhe, wo ich hin darf? Von der Höhe habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich bin ja gerade dabei, den Hypertube zur Plattform zu bauen. Das hat mit deiner Versorgung da gar nichts zu tun. Ich fühle mich gerade verarscht. Wieso? Weil es so ist. Aha, okay. Hilft mir natürlich jetzt sehr. Ja, zu verstehen. Wieso? Wieso, was ist denn? Wieso ist ein Pokémon? Hä? Was ist mit einem Pokémon? Okay, jetzt fühle ich mich auch verarscht. Dann sind wir schon mal zwei. Das ist nicht toll, das ist nicht schön. Ich glaube, ich soll mir noch mal ein bisschen Benzin mitnehmen, sonst hat mein Jetpack wieder so ein bisschen. Muss mir hier noch gleich Strom besorgen. Das kann ich auch da vorne abzwacken eigentlich. Ne? Guck mal an, hier liegt sogar Strom, das ist ja toll. Kommen wir uns hier gleich mal weg. Ja. 1033 Sprit ist das, oder? Kommt drauf an, für was? Für das bisschen Braten da oben. Wisst ihr, was jetzt noch fehlt hier bei Satisfactory? Eine Art Station. Was für eine Art von Station? Eine Arztstation. Eine Arztstation? Ach so, du meinst so ein Pult, wo man sich einfach mal heilen kann, ne? Ja, das habe ich aber auch schon gedacht. So, bei Terraria gab es diese Heilerin.
Oh, ich habe mein Spiel gerade mal neu gestartet und die Stimmen waren wieder weg. Ja, komisch, das war bestimmt ein bestimmten Bug im Spiel oder so. Weil eigentlich kommen die Stimmen von diesen Sphären. Das ist bestimmt irgendein Fehler gewesen. Ja, das Spiel hat schon interessante Bugs gebracht. Was auch sehr interessant ist, wenn wir quasi bei Dennis auf das Spiel joinen und bei ihm sind die Maps so heftig zugebaut, dass das Spiel überhaupt nicht mit dem Laden der Elemente hinterherkommt. Aber er lässt sich trotzdem halt schon mal auf die Map drauf. Aber dann ist quasi, du siehst dann irgendwelche Gebäude in der Luft hängen oder irgendwelche komischen, komplett abstrakten Konstrukte. Da denkst du ja auch so, was soll denn das sein? Aber das ist einfach, weil du nicht siehst, was da eigentlich steht. So. Ach, guck mal, da vorne ist ja sogar dieses Nebenkraftwerk, was Dennis da mal gebaut hat. Dann können wir da noch ein Häuschen hinstellen, theoretisch, wenn wir schon mal hier sind. Ist das da hinten ein Teilchenbeschleuniger? Wo? Oh. Dieses runde Ding da. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Denk dran, du hast ein paar Sekunden Verzögerung. Ich weiß, da hinten. Bei Ach den, so, bei das, den, das bei ist einfach nur ein Steinbogen. Das ist nichts weiter. Röhrchen kommt da oben hin. Genau, können wir in die Nähe von dem Kraftwerk da nochmal ein Häuschen hinstellen und dann kommt nochmal eins dann ein bisschen weiter nach hinten. Aber dann würde ich da vorne schon mal quasi die Hauptplattform hinstellen. Das ist geil, wie da einfach dieser Weg dahin gebaut ist. Ich fürchte, das war ich damals. Ja gut, der Strahlung ist auch nervig, wenn du einen Uranbrennstoff im Inventar hast und den wieder weglegst, dass die Strahlung dann nicht weggeht. Oh, okay, das ist mies. Das sollte natürlich nicht passieren. Okay, merke, wir sollten keine Uransachen im Inventar haben. Das sollte man auch nicht, aber es kann passieren, wenn du an dem Ding rumschraubst, während es im Betrieb ist. Wenn du irgendwas abreißt, dann kann es halt sein, dass du die Dinger plötzlich im Inventar hast. Ich bin tot, warum? Du bist an der Strahlung gestorben. Das kriegst du ja auch mit, also wenn du daran rumarbeitest, dann würdest du ja trotzdem den Hazmat-Suit anziehen, aber du verbrennst halt diese Filter wie sonst was, wenn du was im Inventar hast. Moin Prinz Haitabu. Moin moin. Dann muss man stellen, weil es einen sonst die ganzen Jodfilter wechseln. Ja genau, das was ich meinte. Und die lutschen sich richtig, richtig leer. Das habe ich schon mal gehabt. Also ich meine, ich habe noch nicht ein funktionierendes Atomkraftwerk gehabt, aber ich hatte schon mal Uran im Inventar und das war nicht gut. Lass mich raten, das hat einen strahlenden Erfolg? Ja, ich hatte auch ein strahlendes Lächeln danach. Mhm. Weil ich dann erstmal wieder losziehen durfte und neue Filter holen. Guck mal, ich hätte den Strom gar nicht mitnehmen müssen. Na egal. So, jetzt geht's gleich. Jetzt geht's ins Eingemachte. Ja, ist das gleiche Netz. Da ist Uran. Du! Bringen wir die einfach zusammen. die Drohne hier vorbeifliegt. Ja, So schnell, bevor dieses Walviech hier vorbeikommt. Mir den Bau verhindert. So. Oh. Okay. Warum hängt denn die blöde Knospe da so in der Luft? Ich hasse diese Viecher. Ich auch. Könnt ihr mal bitte ganz kurz die Karte aufmachen? Karte, ja. Ich will mal wissen, ob das...
wenn ich jetzt hier nach Uran searche, ob das dann bei euch auch auftaucht? Also eigentlich, ich weiß nicht, wie das ist mit der Karte aufdecken, aber eigentlich sehen wir dich auch. Nee, aber, ist mich, okay. Aber wir sehen nicht diese Search, die du gerade laufen hast. Okay. Aber wenn du möchtest, kann ich auch eine machen, dann können. Nee, ich würde schon fast sagen, es ist bei dir sinniger, dass ich da von da aus nach zu dir dahin gehe. Ja, es ist halt von diesem Tube aus quasi, also von diesem Weg ist das ziemlich genau Richtung Süden. Das ist hier vorne irgendwo, da hier so. Aber du siehst es dann ja eh. Also wenn du von diesem Weg aus quasi genau nach Süden gehst, dann kommst du eigentlich zwangsläufig daran vorbei. Ja, ich war ja eben gerade schon. Ja. Doch, jetzt rede ich auch das Richtige. Können wir das Häuschen hier hinstellen oder ein bisschen weiter? Ne, wir kommen ein bisschen weiter dazu. Zur Fabrik hin. Und weit, ne? Das ist ja Running in the 90s. Das habe ich zuerst gar nicht gemerkt. In so einer lockeren Version erkennt man das gar nicht wieder. Ach schon, das ist das Intro von Initial D, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Intro war, aber ja, es gehört auf jeden Fall mit in diese Serie, ja. Jedenfalls wurde in der Serie auch unglaublich viel Eurobeat gespielt, aber das war eigentlich auch geil. Also ich habe die Serie echt gern geguckt. Kann ich auch jedem mal empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also selbst die Leute, die eigentlich gar nicht so richtig Fan von Autorennen und so sind, selbst solchen Leuten kann ich empfehlen, sich die Serie trotzdem mal anzuschauen, weil die ist echt gut gemacht. Da geht's raus. Dann dahin. Machen wir mal größere Fundamente hin, dass es nicht so leer aussieht. Können wir wahrscheinlich nicht hin. Wie war denn eigentlich euer Wochenende? So? Hallo! Oh! Andi benutzt auch mal ein Soundboard. Und es ist nicht das Zelda-Item. Danke, du hast mir was gebracht. Ja. So, dann machen wir hier mal. Ja. Zwei. Und ich habe eben gerade festgestellt, das Ding ist nicht case sensitive. Alles klar, sehr gut. Ja, das ist richtig, ja. Stimmt. Ich verstehe nur nicht, warum bei Prinz Heidebo nichts funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir auch wirklich nicht erklären, weil er ist halt auch wirklich der Einzige bei mir, der Probleme damit hat. Ja. Und sonst bei allen funktioniert es immer. So, hier kommt noch eine Tür rein, dann... So, dann bin ich jetzt mal kurz AFK, während ich nach da hinten fliege. Ja, dann gute Reise. So, jo, danke. Bruno, was machst du eigentlich da hinten in der Ecke? Ich denke, du wolltest aufs Meer bauen. Wir sind ja dabei. Nee, du bist dann an dem Kohlekraftwerk da. Ja, genau. Und da kommt das Kraftwerk hin. Hä? Ich denke, du wolltest das nehmen, das Uranlager aufs Meer ausbauen. Ja, genau, das war da ja das, was wir vorhin besprochen haben. Also wir wollen hier oben in die Ecke, oben links. Wir gehen dann quasi am Meer lang, ziehen das Zeug hier hoch, ne? Also beziehungsweise hier runter, ne? Also hier runter kommt dann der Müll so am Meer lang
Und hier oben kommt dann halt Atomkraftwerk neben Atomkraftwerk. Das eine Atomkraftwerk produziert den Müll für das andere Atomkraftwerk. Und das wird ja wieder so ein Konstrukt, weil man da ja, weil man ja so viele Teile verbauen muss, deswegen... Habt ihr aber einen ganz schön langen Weg bis ins Lagerhaus. Das ist ja auch egal, da hinten kommt man ja nicht vorbei. Ja, und unterm Strich juckt es uns ja nicht, wie lange das Zeug unterwegs ist. Hauptsache, es kommt nicht bei uns im Lager oben vorbei. Und dass man irgendwie ein Gebiet hätte, wo man dann nicht mehr richtig langlaufen kann. Das wäre ein bisschen unglücklich. Aber so ist das doch okay. Dahin. So. Mal gespeist, so. Oder dann mal hier. Eingang hin, da kommt ein Eingang hin, da kommt Strom dran, da kommt Strom dran, das wird damit verbunden, Strom ist da. Cool, man kann sogar von hier direkt die Rückseite anpinnen, das ist ja nice. Okay, gut, dann geht's weiter. Oder auch nicht, ich habe keine Materialien mehr. Na gut, ich hab's ja befürchtet, dass das passiert. Oh Gott, ich wurde ausgeblockt. Ah. Schade, reicht nicht. Na gut, dann nochmal zurück, neue Materialien holen. War ich auch ein bisschen quer rüber. Ja.
Mensch, ich habe schon fast vergessen, dass dieser Command ja auch noch da ist. Ja, Discord ist bei mir leider noch nicht so ein super belebtes Fleckchen. Ich habe leider auch nicht so ganz viel Zeit, um da viel drauf zu machen, aber ich ziehe das ein bisschen mit ein. Der Link ist veraltet. Ah, okay, dann. Ah, Mann. Geh mal darüber. Danke. Ja, gibt's einen neuen. Wahrscheinlich konnte man den nur ein Jahr oder so ausstellen. Ich schau mal gerade. Gott, da. So, dann einmal. Leute einladen, da. Achso, das ist nur für gezielte Leute, ne? Jetzt mal gucken, wie konnte man denn noch mal einen Einladungslink bauen? Also eigentlich habe ich den Link mal angelegt, dass er nie abläuft. Deswegen wundert es mich gerade so ein bisschen, dass er abgelaufen ist. Jetzt kommen hier Bäume wieder, die vorher nicht da waren. Ach hier, bearbeiten. Läuft ab nach nie. Maximale Anzahl von Verwendungen, kein Limit. Neuen Link generieren. Kopieren. So, dann poste ich den jetzt erstmal hier rein. So. Unglaublich. Muss ich unbedingt nochmal den. Ich merke mir den Link mal vor hier. So. Also wenn die tatsächlich ein Update drauf gespielt haben, haben sie dann mit das Spiel kaputt gemacht. Ne, wie gesagt, also ich kann mich nicht an irgendein Update erinnern. Also ich sage ja auch nur, wenn sie es gemacht haben, weil hier sind gerade Bäume vor mir aufgetaucht, die vorher weg waren. Die ich vor ein paar Sekunden noch vorher weggemacht habe. Einen nehmen wir noch mit und davon auch. Vorm Autosave. So. Ja, also eigentlich so mit den Updates, obwohl ja gut, der Rechner lief jetzt auch schon eine Weile. Es hat schon, kann schon sein, dass das Update vorhin gewesen ist. Also ich habe kein Update gehabt bei SalesWitch und ich bin täglich eingeloggt. Und es gab auch keine Download-Leiste bei Steam. Ja, ich wüsste auch nicht davon, dass die jetzt irgendwie ein Update reingemacht haben. Also, das kommt jetzt halt demnächst der große Patch, ne? Und sonst, ich hab sowieso den Eindruck, dass die sich um diese ganze Mehrspieler-Komponente momentan nicht wirklich kümmern. Was hier momentan, also, die machen da überhaupt nichts dran. Ja, immerhin funktioniert der Mehrspieler-Modus. Also, jetzt stell dir mal vor, der würde nicht richtig funktionieren.
Also, der funktioniert ja nicht richtig, sonst würden hier nicht ständig die Bäume alle Nase lang und dieses ganze Grünzeug wiederkommen, ja, was eigentlich schon längst weg ist. Ich meine, Bugs gibt es halt, ne? Aber ich meine, so wenigstens gibt es einen Mehrspielermodus. Stell dir mal vor, du kannst halt das Spiel nur für dich alleine spielen. Wäre doch auch doof. Also auf der Einzelspieler-Map passiert sowas nicht. Also das kann mir keiner nicht sagen, dass es so schwierig ist, einen Multiplayer hinzubekommen, dass die Sachen, wie man weggemacht hat, nicht ständig wieder neu respawnen. Das ist leider ganz schön kompliziert. Viel komplizierter, als man glaubt. Also ein Mehrspielerspiel zu bauen, das ist... also es klingt so einfach, ist es aber nicht. Also... Wenn du mal irgendwann Bock drauf hast, ne, dann kann ich dir gerne helfen, mal zu programmieren. Und das kann man, glaube ich, nur als Programmierer verstehen, wie kompliziert das ist, so ein Mehrspielerspiel zu bauen. Ich glaube, sonst denkt man sich das, also stellt man sich das halt häufig ein bisschen zu leicht vor. Es ist derselbe Code wie beim Einzelspiel. Du kannst mir nicht sagen, dass du beim Multiplayer einen komplett neuen Code für Pflanzen und Objekte erstellen musst, um zu sagen, wenn ihr weggemacht wurdet, dann sollt ihr auch wegbleiben, weil ihr vorher wegrasiert wurdet. Also das kannst du mir nicht erzählen. Naja, ich sag ja nicht, dass der Code fehlerfrei ist, der da drin ist, aber wenn du mal, also rechne mal hoch, wie viele Objekte das Spiel abgleichen muss. Also... Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie viele Pflanzen gibt es in dem Spiel und wie viele Objekte haben wir da selber noch dahingestellt, ne? Und das muss alles abgeglichen werden. Das sind unglaubliche Datenmengen eigentlich. Und ich schätze mal, dass da irgendwas, vielleicht auch weil unsere Map schon so voll ist, einfach diese ganze Vegetation verdrängt hat. Und das Spiel dann irgendwann aufgehört hat, den Kram nachzuladen. Also gut ist das nicht, aber es ist nur nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Wie schwer kann es sein zu sagen, wenn du weggemacht wurdest, dann ist der Code an dieser Stelle gelöscht. Also das kann man mir weiß Gott nicht erzählen. Dass das Spiel das dich rafft. Im Einzelspieler kriegt das ja auch problemlos hin. Ja, wie gesagt, Einzelspieler und Mehrspieler, das ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Also ich denke mir halt auch, dass es eigentlich besser wäre. Ich glaube, bei Terraria ist das auch so, wenn der das Spiel einmal, also diesen gesamten Spielstand, also das komplette Savegame quasi einmal beim Spielstart überträgt. Aber ich glaube, dass die Map dafür einfach zu groß ist. Ich glaube, diese Mengen an Spieldaten, das kannst du den Spielern nicht zumuten. Vor allem die ein schlechtes Internet haben. Den kannst du das nicht zumuten, dass die da irgendwie erstmal 80 MB oder so übertragen. Ich weiß gar nicht, wie groß so ein Savegame ist von Satisfactory. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, dass die auch einfach nicht sehr viel Mühe bisher da reingesteckt haben. Also erstmal haben sie es einfach irgendwie zum Laufen gebracht. Dann haben sie das immer weiter immer mehr erweitert halt das Ganze und ich glaube, für dieses ganze Feintuning und so im Mehrspieler, ich glaube, da sind sie einfach noch nicht. Ich glaube, dafür brauchen sie noch ein bisschen.
Was, wie weit das ja eigentlich ist? Das sieht ja irgendwie gar nicht so weit aus, wenn da nicht irgendwelche Pflanzen sind oder so. Aber jetzt, wenn man da mal langläuft, merkt man, das sind schon ganz schön Meter. Naja, ich glaube, irgendwann wird das Spiel schon nochmal fertig, aber da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Ja, schon glücklich, wenn sie den Multiplayer stabil kriegen würden. Das würde mir schon reichen. Ja, ich fürchte, da müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Spiel quasi fertig ist. Und ich glaube, dann werden sie sich erst nochmal dran setzen, das Ganze auch im Multiplayer vernünftig zu machen. Vorher wird das nix. Was zum? Was geschieht hier? Jetzt sind die Büsche verschwunden, aber die Bäume sind wieder da. Und die ganze Base hier unten war voll mit Sträuchern. Jetzt sind die Sträucher weg, aber die Bäume sind dafür wieder da. Ich habe keine Ahnung. Deswegen sage ich ja, ey, das geht so übelst auf die Ketten. Einfach nur nervig. Vielleicht habe ich ja Glück und die Bäume verschwinden auch gleich. So. Hab's endlich geschafft. So. Ich hab jetzt den Endpunkt quasi für dich hingestellt. Möchtest du mir nicht da eventuell ein paar 3 hinstellen? Paar 3? Ja, 2er. Mindestens 2er da hinstellen, oder? Was genau meinst du jetzt? Von den Förderbandwanddurchbrüchen. Immer nur Einser. Wir können ja hier dann auch aufdröseln. Es geht ja nur darum, dass du hier... Aber das Ding ist einfach, wenn die so eng beieinander sind, dann muss man es in der Fabrik so weit auseinanderziehen. Dann würde ich das lieber so haben, dass hier irgendwo... Ja, okay, dann machst du mir aber 2 miteinander, ne? Wie? Ja, ich komme mit mehr als nur 4. Ja, ich bin nur noch gar nicht fertig. Aber du hast doch... Du hast hier wenigstens hier vorne kannst du quasi rangehen und dann das sind ja dann auch in der Breite mehr. Ich habe das jetzt nur gemacht, damit es hier auf Anhieb erstmal ein bisschen schicky aussieht. So. Ja, wir brauchen 7. Ich mach noch mal 3 dazu. 2, 3. Mach mir 8 bitte. Wozu brauchst du denn den 8? Kriterium. Jetzt, warte mal, ich guck nochmal. Ich dachte, den hätten wir schon mitgezählt. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Inklusive Katerium. Bauxit. Ja, das brauchen wir ja jetzt noch gar nicht. Das kommt ja gar nicht in dieses Gebäude. Achso, okay, du möchtest, Verstehe. Das werden zwei Gebäude. Also einmal der Urananteil und der andere Anteil, also der Plutoniumanteil. Also von mir aus, ich mach dir noch einen achten dazu, den ziehen wir dann einfach außen am Rand lang oder irgendwie so. Aber soweit habe ich noch gar nicht konzipiert. Alles klar. Also, ich habe halt gedacht, wir machen es erstmal so weit, wie wir geplant hatten. Wir sind ja sowieso noch nicht so weit. Das wird jetzt sowieso noch mal zwei Parts dauern, denke ich mal. Je nachdem, wie gut wir vorankommen. Naja, aber dann hast du schon mal so Teile, wo man sich dranhängen kann. So hier in die Richtung können wir das dann machen. Und dann, wie wir das hier drinnen dann weiterreichen und so. Da kommt ja auch sowas wie, weiß ich, was war das? Kupfer, glaube ich. Aber wie gesagt, Bauxit würde ich eigentlich gar nicht mal unbedingt da jetzt einplanen. Weil ich glaube, wir brauchen in irgendeiner Stelle Aluminiumgehäuse oder sowas, ne? Ich glaube, ja. Ja, aber das Ding ist halt, Aluminium ist wieder so eine eigene Welt für sich mit eigener Zufuhr von Wasser und was weiß ich nicht alles. Da würde ich lieber fertige Aluminiumgehäuse anliefern oder so. Da könnte man vielleicht sogar mit der Drohne arbeiten dann. Naja, aber das ist ja jetzt alles noch gar nicht so akut. Aber ich, wie gesagt, Bauxit würde ich jetzt erstmal einfach weglassen, dann, brauchen wir ja momentan einfach nicht. So, dann. Okay. Die Bäume sind jetzt auch verschwunden. Ja, dann hat das ganz schön lang gedauert, aber okay. Ich weiß selber nicht, was hier das Problem ist. Ach, ja gut. Ich meine, die Probleme, die sind ja keine neuen. Das ist ja leider so. Es hemmt nur den Spielspaß, wenn ständig irgendwas mit dem Spiel ist, du vorher alles gemacht hast. Genau wie die Plattform, die wir am Anfang gebaut haben, die 100x100. Und durch ein Update die ganzen Platten auseinandergezogen wurden. Ja, vielleicht, ich meine, so ihr meintet mal, dass das irgendwie bei euch was gebracht hat mit Netzwerkgeschwindigkeit auf Standard runterstellen. Also ich kann ja nächstes Mal die Einstellung an der Netzwerkgeschwindigkeit wieder auf unsere getunten irgendwie hohen Werte lassen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, nein, dass ich glaube, das dauert zu lange, bis die Daten alle komplett übertragen sind. Also bei mir, bei Satisfactory in Option steht es auf Ultra. Ja, aber das Ding ist, mir gesagt hat, dass ich es machen soll. Genau, aber das Ding ist halt, wir hatten das ja schon mal, dass wir die überschrieben haben. Und Ultra heißt irgendwie 100 Kilobyte die Sekunde. Maximal. Aber wir hatten das ja auch schon mal hochgetuned auf irgendwie offene Geschwindigkeit, quasi 12 MB die Sekunde oder so. Und das hat ja auch super funktioniert. Also im Moment laufen wir ja wieder mit diesen 200 Kilobyte die Sekunde oder was das da ist. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das nicht reicht, ne? Ich weiß es nicht. Special treat.
Ich bin mal ganz kurz AFK. Gleich wieder da. Diese Pikachu ist meine Güte. So, und da bin ich auch schon wieder. Ah, so, dann geht's mal weiter hier. So. Warum nicht diesen Teil mal ein bisschen freundlicher machen? So. Achso, ja, ich glaube, ich muss erstmal Materialbeschaffung schreiben hier. Aber so, also Andi, der Tube nach unten ist da. Und die
Achso, ja, man muss das Mikro auch für die anmachen. So. Also Andi, der Tube ist da und ja, kannst loslegen, wenn du möchtest. Ich bin gerade dabei und suche mal die Stelle, tatsächlich die Stelle, wo das Uran hier ist. Ja, das ist übelst eingegraben, das ist in so einer Senke. Ich bin da in meinem anderen Safe-Game schon mal gewesen. Das ist halt echt... ja. Na gut, du hast ja das Jetpack, also das Jetpack braucht man da auch. Also, das ist zwar, da geht es zwar auch so einen Gang runter, aber... das ist halt wirklich schön da tief im Dschungel drin. So, 400 Meter noch. Bin der gleiche da. Welche Quelle wollt ihr anzapfen von Uran? Wir nehmen die, die linke. Die müsste hier auf einer Linie hier unten, da irgendwo müsste die sein. Also hier haben wir ja eine unreine, dann sind hier die normalen, also hier, nee, hier hinten war glaube ich eine, dann war hier unten irgendwo eine und da war eine. Wir wollten diese da nehmen und dann das Uran hier nach oben bringen und hier kommt dann das Kraftwerk hin. Das passt, achso, passt bei der auf, bei mir haben die fünf dicke Spinnen. Ja, stimmt, die wird bewacht, habe ich vergessen zu sagen, Andi. Ja, danke. Nein, war doch klar, dass um so ein wertvolles Material da auch ein paar Gegner. Natürlich hängen. Sind da ein paar Gegner schlimm ist und ich brauchte. Ah, ich hab sie. Ah, sehr gut. Ich hab sie und sie haben mich. Ja, das Ding ist, du kannst dich bei den Spinnen, du kannst dich einbauen. Du kannst Wände um dich rumstellen oder. Also. Das Ding ist, richtig springen können die nicht, deswegen kannst du auch einfach zwei, drei Fundamente nehmen und dich draufstellen. Das geht bei denen auch noch. Boah, am besten einen Beobachtungsturm. Ja, stimmt, das ist keine schlechte Sache. Und dann oben draufstellen, auch gut. Ja, Alex, hast du eigentlich schon mal eine Kanone gebaut? Also eine Hypertube-Kanone? Ja. Ja, da haben wir uns einmal mit beschäftigt, als wir ein bisschen Zeit über hatten. Ich finde eigentlich geil, dass sowas geht. Dann benutzt du nur Züge und Drohnen. Ach so, okay. Ja gut, das eine schließt ja das andere nicht aus, also... Die Hypertube-Kanone ist ja nur ein Transportmittel. Na gut, im Zug kann man auch mitfahren, aber... Oh, Züge waren mir irgendwie immer zu träge. Dann habe ich lieber irgendwie ein Band gebaut, um Materialien zu transportieren. Und um mich zu transportieren, benutze ich am liebsten die Hypertubes. Aber ich wollte eigentlich auch noch ein... Ach, guck mal, da kommt die Drohne. Hey. Ja, ich wollte eigentlich für die, für diesen Hypertube wollte ich eigentlich auch noch eine, Startvorrichtung machen, damit man schneller reinkommt. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Speed so lange konserviert. Hast du zufällig Pat Blue gesehen? Moin, Mr. Happy Pants? Nein, habe ich nicht. So. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Gemeint. Sehr gut. Also von einigen hätte ich solche Anspielungen erwartet, aber nicht von dir. Ah. Habe ich dich verdorben? Wie kommst du hier hoch? Nee. Ist mir doch scheißegal, ob da unten ist jetzt der Miner drauf, das ist schön. Mir gerade so eingefallen. Ja, gut. Ich fürchte, ich habe dich wirklich verdorben. Sumo, kannst du mal aufhören, die Leute zu verderben? Das macht so einen Spaß. Du weißt schon,
dadurch wird die Reputation deines Kanals immer niedriger. Das ist gar nicht gut. Ach, das ist ganz einfach. Wenn man sowieso bei Null ist, dann gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Minus geht auch, ne? Ach, Minus geht auch. Warum sagt mir das denn keiner? Ja. Ja, Happy, ich war ja überrascht, dass du die Leute nicht totgewürfelt hast letztes Mal. Also nachdem... Ja, bei dem Brettspielabend. Also... Was? Brettspielabend? Ja, er hat ja, ich weiß nicht, wie das ist, einmal im Monat gibt's da so ein Brettspielabend. Hm. Und er hat einfach so ein unnormales Würfelglück. Also ich glaube immer noch, dass er diese Seite gekauft hat. Das ist jedenfalls nicht normal. Also, hat er so viel Glück wie ich? Ja, das geht gar nicht. Also, ihr gegeneinander can't stop, das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So, wollen wir mal ein Highspeed-Abschuss-Ding bauen? Hätte ich schon nicht gerade nicht übel Lust dazu, aber das lässt sich hier nicht so schön einbauen, finde ich. Hm. Ach, schade. So, dann muss ich mich jetzt nur noch mal wieder zurückbegeben zum. Hier, wie heißt das nochmal? Zu dem. Achso, ja, aber du kannst jetzt ja den Tube nehmen. Du kannst da bis oben hin und da klemmst du dich einfach an diesen an diese Auslassdinger dran. Und, also, ja gut. Ach, wie du es baust, das kannst du ja gucken, aber. Ja. Zumindest die Vorbereitungen sind da. Oh ja, Oh, okay, doch, perfekt. Interessant, ja, möchte ich. Nee, ich hatte. Ah, Gittigit. Strahlung ist blöd. Tut weh. Da ist eine lila eine Schnecke. Nein, ich hole sie nicht. Gehen in die richtige Richtung, das ist schon mal schön. Mal gespannt, ob das vom Höhenunterschied überhaupt hinkommt. Aber ein Kartenspiel, ja, sowas in der Art hatten wir uns auch schon mal überlegt, also beziehungsweise hatte ich mir mal überlegt. Weil ja bei uns eigentlich relativ viele da recht fit im Thema sind. Hatte ich schon mal drüber nachgedacht, vielleicht so eine Art so eine Art Jeopardy zu spielen, so als Quiz das Ganze zu machen. Hier vorne muss er irgendwie rauskommen. Ach, hier. Wozu dieser Schwebelrucksack gut ist, ne? Da kannst du dich einfach auf die Außenseite der Fabrik hängen und einfach hier so hoch und runter fliegen. Das geht natürlich nur, wenn die Verbindung da ist. Aber. Ja, aber mit diesem minimal fertiger im Kopf, das kann ich sehr gut nachempfinden. Mir geht's ganz genauso. Richtung breiten wir uns denn mal aus. Ich glaube, die ist besser, ne? Gott, heute ist das allererste Mal, dass ich mal wieder mit voller Gesundheit rumlaufe, ey. Klingt nicht gesund. Ja, doch, klar. Bitte? Sonst ist es mir auch vollkommen egal, aber wenn ich abschütze, dann bin ich halt tot. Und? Gut, ich meine, da geht ja die Welt nicht von unter, das stimmt schon, ne? Mal mittig. So, ich muss zum Sumpf, zum Drohnenlandeplatz Sumpf. Guck mal, hier oben ist sogar ein Strommast. Ich glaube, das war irgendwann eine ganz dumme Idee.
So, das ist der Strom. Der ist gar nicht mehr angeschlossen, oder? Ja, nö, ist er nicht. Kann er ja nicht auch weg. Hier, da holt er seinen Strom her. Es gibt eine sehr geile Software namens Card Creator. Damit ist so ein Card Game recht fix gemacht, wenn du Ideen hast. Ja, es war, das, was ich ja vorhatte, war ja eher so eine Art Quiz. Aber es ist natürlich am Ende ein bisschen daran gescheitert. Ich musste halt diese Quizfragen auch erstmal alle machen. Und Quizfragen zu erstellen, das ist, finde ich, nicht so einfach. Das noch mal. Der hier kommt weg. Die können dann auch weg. Genau, das ist dann 1, 2, 3. Ich glaube, so wie viel wollen wir nehmen erstmal? Zum Abschuss 8 oder 9? Was meinst du? Wir haben mit 3 oder 4. Na gut. Hier haben wir eh nicht viel Platz. Also ich glaube, da ist sowieso schnell Ende hier. Aber es war zu lang. Leute, warum sagt ihr mich, dass ich gerade in die falsche Richtung laufe? Ich habe nicht auf die Karte geguckt, was du gerade machst. Dann kannst du selber nicht mitspielen, wenn du Fragen erstellst, dann musst du immer Quizmaster sein. Ach, das würde mich gar nicht mal unbedingt stören. Also, da geht es mir auch nicht darum, das unbedingt den ganzen Abend zu machen, sondern einfach, dass man halt auch, wenn man halt miteinander den Abend verbringt, wie beim Hangout üblicherweise, ne? Dass man vielleicht auch mal so ein kleines Spielchen spielen kann, um die ganze Stimmung vielleicht ein bisschen aufzulockern, ne? Ah, keine Rotoren mehr. Außerdem mach die Hangouts immer noch gerne, ne? Aber wenn man da mal irgendwie so ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen kann, dann ist das doch geil. Deswegen haben wir ja auch mit dem ganzen Reaction-Kram so mit angefangen. Also nicht nur einfach, weil es relativ einfach umsetzbar ist, sondern auch einfach, weil ich das Konzept eigentlich ganz gut finde. Ich liebe das Spiel, der Boden ist Lava. Ich auch. Wie man sieht. Aber es ist wirklich, also mit dem Schweberucksack, das ist schon echt ist ein Komfortgewinn. Also, so, wollen wir mal gucken, ob ich jetzt verrecke. Ich finde die Idee mit den Hangouts richtig gut, ich sehe es mir nur nicht gerne an. Für mich selber. Ja, wenn du mal Bock hast mitzuquatschen, dann klar. Oh ja, okay, man hat schon ein bisschen Tempo, ja. Also als kleine Start. Du blitzt ja sogar richtig. Ach so, das ist wegen dem Schwebe-Rucksack, der connectet sich halt immer neu. Ja doch, also das ist schon anderes Tempo gerade. Verstehe ich gar nicht. Wobei ich glaube, da könnte noch mehr gehen. Dumm, das reicht. Ich wollte es nur mal ausprobiert haben. Ich glaube, das rechnet sich dann, wenn du eine richtig lange Strecke hast. Also, ich meine, du verlierst halt automatisch durch diese Wellen immer so ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Mmh.
Wobei ich bei der Autodiskussion letztens auch nur, keine Ahnung, U-Bahn rockt hinzufügen hätte können. Ja, man kann halt nicht immer was dazu sagen, aber das geht uns ja auch so. Ich habe auch oft genug nicht wirklich irgendwas dazu zu sagen. Ja, und bei Themen, halt, die wirklich interessant sind, wird man immer boykottiert. Naja, gut, das war jetzt einmal, ne, aber das fand ich halt auch ein bisschen blöd, aber es war halt sehr technisch. Aber es wird irgendwann auch noch mal ein HO geben, der Richtung Programmieren und so geht. Da wollten wir mal erklären, wie funktioniert das. Da wollten wir auch mal auf hier Kryptographie und sowas eingehen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das laufen wird. Wenn du irgendwelche Expertisen haben möchtest, ne, du weißt ja. Ja. Also das soll auch ein HO sein, der ein bisschen vorbereitet wird dann. Also, wo ernst da ist. Ja, also, ja, ernst finde ich immer ein doofes Wort, weil ich möchte ja eigentlich nicht so, nicht so, sag ich mal, den Prof raushängen lassen und so, jetzt hört mal alle zu, so. Soll ja schon interaktiv sein, soll ja schon locker sein. Aber ja, trotzdem finde ich, also so, solche Themen, da kann man ja wirklich auch mal gezielt und wirklich auch mal mit Fokus drüber sprechen. So, wie nehmen wir denn mal mit? Kann ich viel lieber brauchen. Immer 15 mit. So, dann, was wir so brauchen. Ach, Supercomputer, natürlich. Muss ich, glaube ich, mal einen Plan aufmachen. Bestimmt nicht genug Platz im Inventar, um den ganzen Mist mitzunehmen. Aber stimmt, ich habe ja auch gar nicht genug Beton, um so viele Plattformen zu bauen. Ja, dann denke ich mal, werde ich wahrscheinlich ein paar Mal absetzen müssen. Muss ich ja auch noch. Bin momentan ja auch wieder gerade auf dem Rückweg. Oh. So, ah, Rückweg geht nach da. Ja, ich müsste auch bald wieder im Lager sein. Ja, um meine überschüssigen Sachen, ich habe da jetzt den Miner 3 draufgeworfen. Heißt, die restlichen Sachen, die ich vom Miner hatte sozusagen, die kommen jetzt wieder ins Lager zurück. Und ich wollte halt wieder mal in heimische Gefilde sozusagen. Da hinten ist es schlimm, da kennt man sich nicht aus. Ja, das ist halt auch richtig Dschungel da, ne? Ja, also, leider. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ja gut, ich hab mir nämlich jetzt gedacht, dass ich es so machen werde. Du hast ja die Ausgänge hast jetzt ja fertig. Und dass ich quasi zu denen parallel, beziehungsweise auf selber Ebene dann quasi den Weg verlege. Ja, also das, weswegen ich meinte, der Anfang, also wie du dich da andockst, kannst du ja überlegen. Ich meinte nur, dass du quasi den rechten Winkel dazu findest, sodass du da an die Steine anrücken kannst, dass wir am Ende irgendwie einen Kanal haben, der nach oben geht oder irgendwie so. Habe ich vor. Deswegen fange ich beim Auslass an, um zum Einlass zu gehen. Ach so, meinst du das? Ja. Ja, das finde ich cool. Ich muss mir immer ein paar Sachen holen, noch ein paar Sachen für die Miner, die ich auf den Weg hin brauche und sowas, ne? Ach so, nochmal danke, dass du da letztes Mal die Aussätze auseinandergezogen hast. Jetzt kommen wir mit dem Bremsen auch wirklich gut durch. Ja, also das Problem ist halt, an der einen Stelle kommt man, bleibt man jetzt halt stecken, ne? Also wenn man durchfliegen möchte, dann. Susumo, hier bitteschön da. Ja, danke schön. Cool. 2 Stück hatte ich noch. Ja, nice. Und ich glaube, wir haben tatsächlich noch, dank Dennis, der hatte ja ordentlich welche gebaut gehabt. Davon haben wir, glaube ich, sogar tatsächlich noch einen kompletten Stack hinten drin. Ja, ich muss erst mal gucken, was man sonst noch so braucht, aber ich glaube. Oder auch nicht. Großen und Ganzen ist ja alles so Zeug, das kann man sich eigentlich immer leisten.
Ja, der Rest scheint relativ harmlos zu sein. Da muss ich mal gucken, wo ich überhaupt anfange, dann. Auf der Map habe ich gerade ein großes Problem. Ich habe keinen Strom mehr und ohne Strom kriege ich die Atomkraftwerke nicht zum Laufen. Ja gut, das also da haben wir zum Glück noch ein bisschen Reserve hier. Ein bisschen, aber auch nur. Ja. Ja gut, die Atomkraftwerke, die die setzen halt auch ein paar Maschinen voraus. Also da verschleudert man schon wieder ein bisschen. Achso, da ist lernen. Okay, gut. Waren die Lila denn schon immer 5 Energiefragmente? Ja. Ich hatte immer gedacht, es war 1, 2, 4. Nö. Okay. Maximalen Verbrauch von 20.000 Megawatt. Ja, da läuft's bei dir, würde ich sagen. Wie viel haben wir? Weiß nicht, 6 oder so. Maximal. Oh ne, maximal sind es 10.300. Wobei wir haben ja noch so viele Ressourcen ungenutzt. Also wir können noch locker mit Öl und Kohle nochmal gut was rausholen. Aber eigentlich das mit dem Atomkraftwerk, das ist eigentlich auch... Atomkraft, nein. Ja. Na gut, wir haben jetzt eigentlich das Atomkraftwerk hauptsächlich dafür angefangen, einfach so, weil wir es mal gemacht haben wollten, und dann wird es wahrscheinlich erstmal Satisfactory-mäßig nicht mehr wirklich was kommen dann. Ursprünglich war der Sonntag eigentlich so ein Spielerabend, wo wir uns so in Person getroffen haben, aber dann kam da dieser Corona und dann war das alles nicht mehr so leicht. Naja, haben wir die Zeit anderweitig genutzt. KI-Begrenzer liegen drin, Summe, ne? Ich bin scheinbar gerade dran vorbeigeflogen, ich habe sie nicht gesehen. Ich baue jetzt Supercomputer. So, dann. Hatte ich denn gerade so verpulvert? Ich glaube, ja, Turbodraht war das. Brauche ich eh noch. Was habe ich da verbraucht? Ah ja, die Bleche. Habe ich noch. Mit Draht aus, auch noch reichlich da. Kabel, auch noch reichlich da. Plattform, also hier kommt Beton, ja. Mal Stapel Platten. So. Gut, dann kann ich ja schon mal anfangen. Da. Ne, genau, ich will ja den. Ich glaube, unterm Strich ist man schon deutlich schneller, wenn man oben rein
Wenn man oben startet quasi. Auch wenn es nicht so viele Auslässe sind. Aber ich habe den Eindruck, hier bremst es schon. Eben waren wir schneller. Ja, es wäre cool, wenn es Teleporter gäbe, ne? Ein AKW pro Teleporter, oder wie? Ja, das ist natürlich dann das Ding, ne? Wie viel würde so ein Teleporter an Energie kosten? Ups. Zu günstig darf er halt auch nicht sein, sonst würde man am Ende nur noch mit Teleportern arbeiten. Aber das, was ich zum Beispiel auch komisch finde hier, die Signalisatorenliste. Man kann sie halt auch immer noch nicht scrollen. Ich finde, das ist wirklich ein Problem hier. Ja. Du hast halt keinen vernünftigen Überblick. Ja, Alex, ist das bei dir auch so, dass du hier diese Signalisatorenliste auf der Karte, dass du da nicht scrollen kannst? Wir haben halt angefangen, relativ viel davon zu dokumentieren, was wir halt schon so, welche Wracks wir schon haben, wo welche Ressourcen und so sind. Also wenn man sie auf der Karte anzeigen lassen würde, sind halt schon so einige. Aber ne, auch hier Kompass, ne, gut, das sind dann irgendwann einfach zu viele. Also nutzt sie gar nicht. Aber ja gut, wenn man zu dritt auf einer Karte spielt, dann kann man sich schwer alles merken. Ne? Ja, du bist jetzt alleine. Ja, das meinte ich ja damit. Wenn du alleine auf einer Karte spielst, dann... Also bei meiner eigenen Karte habe ich das auch nicht gebraucht. Aber wenn man zu dritt auf der Karte spielt, ist das gar nicht so schlecht. Wäre manchmal aber gerne zu dritt, zum Beispiel jetzt. Ja, das ist eigentlich auch geil. Also nur, wie man sieht, manchmal technisch... technisch ein bisschen schwierig. Einfach nicht so eins. Ja, das stimmt. Ja, ja, es ist ja auch stellenweise ganz praktisch, weil du einfach sagen kannst, so hier XY, jetzt kümmere dich mal irgendwie um Strom und dann kümmerst du dich währenddessen um was anderes. Also man kann sich halt schön so parallel um unterschiedliche Dinge kümmern. Das hatten wir ja zwischendurch auch schon. Dann haben wir irgendwie angefangen, Aluminium zu bauen. Parallel wurde dann ein neues Kraftwerk hingestellt. Und ja, das ist halt schon geil. Ich hoffe ja eigentlich auch darauf, dass man irgendwann einen dedicated Server hat. Dann kann man einfach irgendwo einen Server hinstellen und... Dann können halt alle drauf mitarbeiten, drauf connecten, wie sie wollen. Vor allem dann könnte man wirklich verschiedene Bases bauen. Also wirklich in verschiedenen Map-Teilen. Weil es ist ja alles auch mehrfach vorhanden. Also wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, komplizierte Sachen baut und dann kann man da zusammen dran werkeln, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Da unten hin. Ja, und das mit dem Strom, das ist halt schwierig, wenn man sich da mal verkalkuliert hat, ne? Also bei uns ist das sogar verhältnismäßig einfach, wenn der Stromverbrauch zu hoch werden würde. Weil bei uns, also irgendwie, mir kommt dein Name auch bekannt vor. Ich glaube, du warst doch schon mal da. Also die Fabrik, die wir in der Mitte haben, die hast du ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Das Ding ist einfach, wenn du da vorne irgendwo eine wichtige Verbindung abziehst, dann wird quasi in der ganzen Fabrik nichts mehr produziert, weil die ganzen Dinge aneinander hängen.
Und welche Seite ist für den Einlass? Bitte? Welche Seite ist Einlass, welche Seite ist Auslass? Wie meinst du das jetzt? Oh, hier, ich stehe hinter dir. Ach so, ja, da, das, wo das Gebäude ist, also die Seite, wo ich gerade stehe, das ist quasi der, ja, das ist halt das Gebäude und das, wo, was hier draußen ist, das ist nicht das Gebäude. Gut, okay. So. Also von hier möchte also quasi befördert werden, alles klar, gut. Ja, genau. Also hier quasi draußen, ich weiß nicht wie, irgendwie hier so oder irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Lifte oder irgendwie so. Hm? Ja, ich gehe hier mit Liften raus, genau. Ah, wie es für dich am besten passt, ne? Ich werde hier auch extra so eine Art Übergangsbereich einplanen, weil ich ja jetzt noch nicht weiß, aus welchem Eingang welche Materialien kommen. Deswegen lasse ich mir hier so ein kleines Stück offen, dass ich das nochmal quasi verlegen kann, dass man hier... Oh, ich bin doof. Ich habe auch die Eisenklatten und die Eisenstangen rausgeschmissen. Oh. Hey, dafür haben wir einen super tollen Hypertube, der hier überall langläuft. Nicht? Ja, ich glaube, mittlerweile kommen wir bei der Hypertube-Strecke bei mir schon fast auf die Länge, die ich bei meiner eigenen Karte mal gebaut habe. Und wir sind hier nicht mal lang und sind noch nicht mehr fertig. Ja, wobei meine Karte, da geht der Hypertube auch irgendwie echt oben in die Wüste, läuft dann hier irgendwie lang, hier vorne ist irgendwie die Base und der läuft dann wirklich auch bis hier unten in dieses grüne Gebiet und so rein. Also der Typ, der geht fast einmal um die ganze Welt, der geht auch hier mitten hin, wo das Atomlager ist und so. Das ist schon, da habe ich schon sehr viel Mühe reingesteckt. Ich komme halt nicht mal an die Bahnhöfe ran, da ich keinen Strom für Hypertubes und Schwebe-Rucksack habe. Also das ist doof, ja, aber das Dingens hier, das Jetpack, das funktioniert ja trotzdem. Wenn er es dabei hat. Das ist richtig, ja. Aber ich muss sagen, also so der erste große Schritt, der bei Satisfactory ist, für mich zumindest, ist, dass man das Jetpack bekommt. Das ist so der erste große Freiheitsschritt für mich. Ach, ich finde allein schon die Stelzen, das bringt schon eine Menge. Also das Exoskelett. Ja, man ist schneller, ja, aber ich liebe gerne Abstürze, wenn ich baue. Ist der Schwebe-Rucksack oder das Jetpack für mich wesentlich wichtiger. Ja, aber damit kann man nicht so hoch fliegen. Ja, das stimmt wohl, ja. Ja gut, ich kenne deine Map ja nicht, ne? Es ist ja, sehr unterschiedlich, wie man halt gebaut hat, ne? Du wirst wegen diesem Chaos zusammenbrechen, wenn du sie siehst. Oh, du hast meine Map ja noch nicht gesehen. Dennis fand sie auch nicht cool. Produziere überall alles und transportiere es irgendwie. Ja, das war bei mir aber bei meiner eigenen Map auch so. Halt irgendwie, wie es halt geht. Wo es halt gerade mal passt, so. Es waren alles, da gingen die Bänder auch einfach kreuz und quer übereinander. So, weil Ordnung, wozu brauchst du Ordnung?
Gut, dass es nicht groß ist. Ach du Scheiße. Aha. Ich brauche ja erstmal Strom hier. Ich brauche das Jetpack. Ist ja furchtbar. Auch ein Überblick gerade. So, Schweberucksack. Viel besser. So. Okay, dann schauen wir es uns nochmal an. Eieiei. Musst du uns Wasser bauen? Nee, muss man nicht. Ist nur so zu groß, der würde hier nicht reinpassen. Ich wollte zuerst das Ding zumachen, aber vielleicht lassen wir es einfach offen, weil wir müssten hier bestimmt irgendwie 15 bis 20 Blockhöhen einbauen. Dann stellen wir es lieber offen auf einem Sockel dahinter oder so. Oder wir lassen einen Hof, das könnten wir natürlich auch machen. Also der kann... Genau, das könnte man so machen. Lassen einfach einen Hof frei hier, dann das lassen wir einfach hier so stehen. Nein, so nicht. Ich weiß nur, wo was ist, weil ich selbst gebaut habe. Ja, so war das bei mir am Anfang auch. Also meine erste Karte. Ich habe dann da was hingestellt und da was hingestellt und ja, ich wusste ja, was wo ist. Aber wenn dann irgendjemand anders auf die Karte gegangen ist, der hat da nichts wiedergefunden. Das kannst du auch nicht tun, Sumo. Ich sag mal gar nie nicht. Ah, ich got schon wieder in den falschen Hypertyp rein. Kasten ist. Okay. Boah, warum nicht? Kann man doch mal machen. Ja, okay, aber das kommt, das ist aber auch ganz gut. Das kommt nämlich so in etwa hin, wie ich das gerne hätte. Muss nur erstmal ein paar unterstützende Stromdinger hier hinstellen. Kasten gebraucht. Jetzt hat 3, 4, 5, 6. Hier, da ist noch Platz. 1, 2, 3, 5. Ach. Sumo? Ja. Du hast jetzt beide also zweimal Uran-Atomkraftwerke nebeneinander, ne? Richtig. So war das jetzt. Ja. Okay. Es wird halt quasi ein eigener Gebäudekonstrukt so der Gedanke ist halt, ich musste hier nur erstmal ein bisschen meine Gedanken sortieren. Achso, ich brauche ja natürlich nochmal 5 Computer. Also ich will hier quasi hinten so einen Versorgungskanal ziehen, der hier hinter dem Kraftwerk lang geht. Und da hinten geht auch der Müll wieder raus. Ah, okay. Also werde ich wahrscheinlich hier diesen Abteil hier vorne... Oh, das war nicht so schlau. Diesen Abteil hier vorne, das werde ich wahrscheinlich einfach offen lassen. Hier, diese Scheiben, die kommen weg. Wo ist denn eigentlich der Eingang und wo ist der Ausgang hier von dem Atomkraftwerk? Es gibt keinen Eingang und Ausgang eigentlich. Ach so, das meinst du, das ist da hinten, hier auf der Rückseite, da. Da sind die, ne? Ah, ein Ausgang und Wasser, alles klar. Genau. Kann man es halt von hinten dann reinführen, ne? Also dann, deswegen kann man dann hier schön diesen Sortierbereich nehmen, das wird dann nach hinten irgendwie hier weitergeschickt. Dann kann man hier auf der Rückseite da diese ganze Fabriksstruktur da hinpflanzen, die das Zeug für die Kraftwerke produziert. Bringt das dann nur noch hier vorne und der Müll kommt dann einfach seitlich auf einer Spur nach außen.
Sag nur, viel Spaß mit der Produktion von Brennstäben. Ja, wir haben da schon was vorbereitet. Wir haben da mal was vorbereitet. Ja. So. Gucken. Das, ja gut, ich will jetzt hier eigentlich nicht, ich guck mal gerade nach, ich habe ja hier auch einen Screenshot geschickt. Oh, da geht's auch. Hier, da. So, ich hab hier schon mal so eine Kleinigkeit vorbereitet. Also was wohin muss und was man wo braucht und so. Das ist alles quasi schon durchgerechnet und vorbereitet. Und ja, genau. Nach dem Plan arbeiten wir jetzt. Ist auch, glaube ich, ganz gut, das im Vorfeld schon mal durchzuplanen, dass man schon mal so ein bisschen weiß, wo es da hinläuft. Und trotzdem muss man erstmal gucken, ja, wie macht man das denn jetzt am schönsten, dass das irgendwie am besten läuft. Dass es vielleicht auch sauber aussieht am Ende. Das ist ja auch nicht unwichtig. Den Atom mit dann zu. Achso, nee, wir wollen das schon mit Plutonium machen, aber jetzt im ersten Schritt machen wir es erstmal ohne. Also wir gehen das ganz normal erstmal bis zum Uran durch und dann erweitern wir noch. Dann kommt da quasi eine Fabrik hinten dran und dann wollen wir das mit Plutonium machen. Aber wir brauchen ja jetzt eh erstmal ein bisschen, bis wir soweit sind. Und dann entsprechend wird das nochmal erweitert. So ist jedenfalls der Plan. Ja, das mit den Brennstäben, das wird alles auch noch ein bisschen dauern, fürchte ich. Aber naja. Wäre ja auch langweilig, wenn man sich nichts vornehmen würde, ne? Dann einer.
mir jetzt das Ziel gesetzt, eine dicke Montage-Leitsystemproduktion zu. Was genau? Also, da kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Ja, das geht. Montage-Leitsystem braucht man einen Supercomputer und adaptive Steuereinheiten. Ich weiß nicht genau, was das macht, also wofür braucht man das? Das meinte ich gerade. Also das war einfach die Frage, die ich mich da auch... Ach, für den Weltraumlift. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn beim Weltraumlift? Wir sind bei Stufe 8. Müssen wir wieder irgendwas bauen dafür eigentlich? Ja, wir haben da noch einige Sachen, die wir machen müssen. 4, 5. Warum haben wir denn damit aufgehört eigentlich? Weil Andi nicht wollte. Genau. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ich auch. Nicht falsch abgebogen. Ja, auch, oder? Wo bin ich gerade? Wenn du das nicht weißt. Geht doch. Eins, zwei, drei. Ja gut, aber wenn das Endlager fertig ist, können wir ja theoretisch beim Weltraumlift wieder weitermachen, oder? Habe ich nichts gegen. Na gut, wahrscheinlich wird es noch nicht viel bringen, weil man jetzt nichts freischalten kann. Vielleicht haben wir es deswegen nicht weitergemacht, aber... Nein, es wurde einfach beschlossen, dass die Herstellung der Komponenten zu aufwendig ist und dass aufgrund dessen man keine Lust hat, weiterzumachen. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir das beschlossen haben. Die Entscheidung ist nachvollziehbar, schreibt Alex. Ja gut, wahrscheinlich war es einfach eine riesen Materialschlacht und
Ich habe jetzt ja auch nicht im Kopf, was man da gerade für braucht. Aber wahrscheinlich braucht man lauter Zeug, was wir jetzt noch nicht mal produzieren. Da könnte ich das sogar noch verstehen. Wo bin ich wieder falsch abgebogen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt überall diese schönen Wandstrom-Dinger da. Wie schnell Aluminiumplatten auch verbraucht werden. Ich baue ein bisschen und schon sind 1000 verbaut. ja, das kennen wir. Das ist halt so, das stimmt wohl. Aber die Produktion wird ja auch teurer, ne? Also ich glaube hier. Also einfach das, was die Bänder verbrauchen, ist auch mehr, oder? Da kommt es einem nur so vor. Also bis hier vorne hin sind es 9. Und 5er. Ah nee, das nimmt sich nichts. Na gut, aber für die Bänder brauchst du einfach echt viel, ne? Ne, das ist aber die falsche Richtung. Das soll hier hin. Kommt's ja her. Der Versorgungsbereich hier. So, dann. Das mit dem Stuhl, das klingt aber gefährlich langsam. Okay, das ist die umgedrehte.
Achso, das ist die. Ah, das sind die invertierten. Da. Abwärts. Ah, hier unten da. Wir haben uns ja zwischendurch auch ganz schön erschrocken, wie wir die Aluminiumplatten verbraucht haben. Haben dann relativ gut was an Platten hergestellt. Und am Ende waren es die Aluminiumgehäuse, die knapp waren. Aber als wir auch an dem Punkt angekommen sind, dass man Aluminium Platten und Gehäuse herstellen können, also ich hatte schon mal Aluminiumplatten, aber da konnte ich noch nicht viel damit anfangen. Und in diesem Spiel sind wir auf jeden Fall deutlich weiter, als ich es in meinem eigenen Spiel geschafft habe. Ich liebe es, auf dem Wasser zu bauen, dieser blöde Nebel immer, ne? Also bei meiner ersten Karte, da war ich, da war mein Spawnpunkt hier vorne irgendwo in der Steinwüste und ich habe hier auf diesem See, da habe ich mein Lager gehabt und es war immer so neblig. Ich muss noch mal ganz kurz verschwinden. Bin gleich wieder da.
Und weiter geht's. Ja, man muss viel trinken, wenn es so warm ist. Wie ging's bei euch eigentlich die letzten Tage? Da war es ja, zumindest hier war es ja ganz schön warm, gerade in der Woche. Viel zu warm. Ja. Ah, ich fand es nur deswegen irgendwie einigermaßen erträglich, weil man wusste, es wird nicht ewig andauern. So. Sonst so diese Hitzephasen, wenn es dann so. Naja, ja, so lange. 45 Grad im Schatten ist. Naja, gut, so extrem ist es ja zum Glück nicht, aber. Aber es ist ja hier auch einfach immer so eine feuchte Hitze. Und in der Nacht hast du ja auch gar keinen Wind mehr. Also wenn es in der Nacht wenigstens kühl ist, dass du deine Wohnung wieder runterkriegst. Also runtergekühlt kriegst, ne? Ich finde, dann geht es noch irgendwie, aber. So, wenn es halt die ganze Zeit so warm bleibt, das ist echt unangenehm. Ah, damit schon mal die Richtung für die Bänder eingestellt ist. Ja, nicht schlecht. Also ein bisschen was habe ich mir schon abgeguckt, weißt du? So, jetzt muss ich nur noch... wie hoch ich mit einem einzigen... komme. Auf meiner ersten Map habe ich aufgehört zu spielen, wo ich Tier 8 alles erforscht habe und habe mir gedacht, man braucht Miner Mark 3 nicht viel, aber mittlerweile benutze ich nur noch Miner Mark 3, weil die anderen zu wenig bringen. Das muss ja ganz schön krass sein. Also ich glaube, wir haben nur einen Miner Mark 3 im Betrieb, glaube ich, ne? Nein. Also ich meine jetzt, weil ich meine jetzt, wo wir wirklich den Output brauchen, das meine ich. Also einen hatten wir, glaube ich, mal geupgradet, weil der nicht mehr genug geliefert hat, ne? Ich glaube, so eine Art war das. Wow! Au, das ist irgendwann fast ins Auge gegangen.
Alleine für Cola habe ich zweimal in der Mark 3 mit jeweils zweimal übertaktet. Okay. Da würde ich, ja, würd ich ja echt gerne mal einen Blick drauf werfen, wie heftig die Karte ist. Oder dann eigentlich müssten... Ich glaube, dann würde dir die Map von Dennis auch gefallen. Wow. Junge. Das sieht schon geil aus. Ich dir gerne mal zeigen, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Ich fürchte, heute sind wir ein bisschen zeitlich knapp angebunden. Aber wenn du nächste Woche auch nochmal dabei wärst, dann können wir mal bei dir drauf gucken. Wenn das von dir passt. Ich hab das Gefühl, hier oben wird die Luft knapp. Passt halt meistens halt unter Dienstag, Mittwoch 6 Stunden in der Schule und Donnerstag, Freitag 8 Stunden. Ach, das Ding ist halt, ich habe in der Woche relativ wenig Zeit. Ich habe da immer Training und so. Also deswegen streame ich auch Satisfactory nur am Sonntag. Also das würde ich dann aber auch gerne im Stream machen. Also gucken wir mal bei dir rein. Wenn das okay wäre. Einfach nächsten Sonntag dann. Ansonsten hast du ja schon nach dem Discord gefragt, bist du noch draufgekommen? Ja, ich glaube, da war was. Ja, ansonsten, genau, du kannst mich auch einfach mal anschreiben. Aber in der Woche habe ich nicht ganz so viel Zeit. Wenn ich nicht irgendwo... Ja genau, dann lass uns doch am Wochenende mal machen. Dann können wir das sogar im Stream machen. Bestimmt ganz cool. Anträger Beton. Ich will den maximalen Ausdruck haben, bitte. Danke. So, jetzt bin ich am Überlegen, gehe ich jetzt noch eine Etage höher oder zwei? Ah, denk mal so, doch höher muss ich noch, na doch, höher muss ich noch. Verbrochener und Eckstein kommt von außen, das ist gut. Läuft der Strom so langsam wieder an, da ich jetzt mehr Stahlrohre produziere und mehr elektromagnetische Steuerstäbe zu produzieren, welche ich für die Kernbrennstäbe. Ja, deswegen haben wir auch erst damit angefangen, als wir wirklich gut Reserve hatten, weil wir auch wussten, dass da ganz schön was auf uns zukommt mit Verbrauch und so. Oh ja, das hat doch sehr gut gepasst hier. Okay, und der da, der möchte die
Stahlbach. Was ist denn Foundry nochmal? Wenn das alles auf Englisch ist. Ja. Hätte das vielleicht mal auf Deutsch umschalten können. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Na, wenn der zwei Sachen nimmt, wird das wahrscheinlich sowas sein, oder? Es ist eine Schmelze, ne? Da gab's doch sowas, ne? Schmelze. Schmelzöfen, da, Gießerei. Oh, und ich habe nicht die Materialien dafür. Natürlich. Oh, vielleicht kann ich ja was bauen. Ja, kann ich. Ein Stück brauchen wir, glaube ich. Aber wir hatten das auch schon mal irgendwo. Ah, hier, als ich mit Dennis zu zweit auf einer Map gespielt habe, da war das auch so. Da hat man irgendwie. Da gab es so das neue Superkraftwerk, aber das hat erstmal richtig. Also das war schon richtig schwierig, das erstmal zum Laufen zu kriegen. Danach war alles gut, aber das Ding erstmal ins Laufen zu kriegen. Aber das war auch noch eine andere Zeit, also der Verbrauch der Kraftwerke wurde ja nochmal verändert. Dass die jetzt ja irgendwie immer volle Pulle ziehen. Und früher war das ja noch, die haben so bedarfsmäßig verbraucht. Dann haben die halt, dann hat das am Anfang erstmal super funktioniert und später dann plötzlich doch nicht mehr. Aha, okay, hier steht nämlich schon dran, der hier muss übertaktet werden. Ja, genau. Genau, weil das. Da hängt aber auch noch ein anderer dran. Da. Ich glaube, das mache ich lieber doppelt. Glaube ich, der einzige, der mehrfach verwendet wird. Egal, dann lasse ich den so offen. So meine ich das doch gar nicht. Passt. Passt es so, hoffentlich so weit noch. Achso, deswegen stand die Schlagzahl auch auf niedriger, weil man hier generell nicht so viel braucht. Träger 1,2 Minute. Produziert ja deutlich mehr, das heißt. So ist, dass sich das erst aktualisiert, sobald man es. Weil es soweit ist. Aber ist egal, die takten wir nicht runter, aber wir brauchen nicht die volle Leistung. Ist immer gut. So, essen jetzt so Kohle. Hängen wir uns hier rein. Ich hab. Laufen zu gehen geht einfach, solange man genug Strom auf Reserve hat. Ja, das Problem war an der Stelle, wir hatten ein gerade neues Safe Game aufgemacht. Also, wir haben halt gerade erst angefangen und dann war das halt ein bisschen hakelig. Wir mussten halt erstmal zusehen, dass wir, also wir hatten so ein paar Biokraftwerke erstmal und dann wollten wir ja direkt auf, was war das? Ich glaube Kohle, ne? Und dann, naja, das war dann, War dann so ein bisschen hakelig hier und da. Naja, aber am Ende hat's funktioniert. Das ist das Wichtigste.
was sagt mein Augenmaß? Du hast schiefe Augen, würde ich sagen. Ja. Ja, genau das hatte ich vor. Aha, ist schon besser. Oh. Ja. Ich habe auch zugenommen, Abwaggons, die für die Versorgung der RKWs. Ja, das mit den Zügen, ich weiß nicht, so richtig geil fand ich das mit den Zügen irgendwie nie. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass die Züge eigentlich total cool sind, aber ich bin ja einfach nur zu doof, die zu benutzen. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen. Aber irgendwie waren für mich die Züge irgendwie nie so richtig attraktiv. Ich habe dann irgendwie lieber die Fünferbänder benutzt und habe dann einfach das Zeug so quasi über Förderbänder weitergezogen. So. Hey, das ist schon mal gut. Und die leiten sogar den Strom weiter, merke ich gerade. Das ist ja praktisch. Wenn man einen Screenshot von meinen AKWs aus der Ferne schicken? Ach klar, hau raus. Kannst du auch einfach hier ins Discord schicken. Ich glaube, wir haben auch einen Gaming-Channel. Genau, bei Labern gibt's Gaming. Da kannst du auf jeden Fall gerne mal den Screenshot reinposten. Ich hab's offen. Das schaue ich mir doch gerne mal an. Wenn du Bock hast, beziehungsweise wenn es auch von Dennis passt, können wir vielleicht auch mal bei Dennis drauf gucken. Wenn du interessiert bist. Ich glaube, da hättest du auch deinen Spaß dran. Teil am besten wohin gehört. Ja. Der untere Teil, dann machen wir den dahin. Hm?
So, Fabrikator. Ach, ich hasse das, Mann. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Screen in Gaming geschickt. Alles klar. Schauen wir doch mal. Oh, was haben wir denn hier? Ah, du hast den. Ah, das ist mit dem Zug. Ja, cool. Das mit, wirklich, das mit den Zügen. Ich glaube, wir haben noch nie irgendwie mal eine richtige Zugstrecke gebaut. Wir wollten das mal machen, aber das war so bockig mit diesen Schienen. Mhm. Die haben irgendwie immer eine ungültige Form gehabt und dann wollte er nicht um die Kurve und dann hat er ganz komische Konstrukte zusammengebaut. Alter Schwede, hast du aber gut was hingestellt da hinten. Also bestimmt gut was an Arbeit. Alter Schwede. Das ist mal ein Hauptteil der Map sehen. Ja, weißt du was, dann machen wir es einfach so. Also wir streamen eigentlich immer am Sonntag 15 bis 18 Uhr. Dann schau einfach nächstes Mal auch rein. Dann kommen wir mal bei dir vorbei, bevor wir hier loslegen. Da bin ich schon ein bisschen neugierig geworden. Genau, hier musste man glaube ich tweaken. Genau, er braucht nämlich. So, 2 pro Minute sind das. Ah ne. Passt sogar. Gucken, ob das hier. Wahrscheinlich gar nicht tweaken. Okay, wir gucken mal. Welche Seite machen wir denn mal zuerst? Statue. Genügend Freiraum. Ja, ja, ja. Brauchen wir ja gar nicht. Kommen wir doch so hin. Geht doch. Ich finde das immer ganz interessant, mal andere Maps zu sehen.
Gut, an den Zügen ist auch, du brauchst keine extra Stromleitung, da die Schienen den Strom leiten. Ja, irgendwie, ich glaube, wir haben uns da auch einfach, glaube ich, noch nicht wirklich genau genug mit beschäftigt. Also ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten das mal, wir haben irgendwie den Bahnhof mit Strom angebunden und dann wollten wir fahren und dann stand da immer kein Strom, aber er ist trotzdem gefahren. Aber irgendwann ist er einfach liegen geblieben und dann ging es auch nicht mehr weiter irgendwie. Mussten wir. Ja. Jetzt wieder auf. Auf meiner ersten Map auch Probleme mit den Zügen, habe es dann aber auch schnell verstanden, wie es geht. Ja, ich glaube, wir hatten auch einfach wenig Ambitionen, diese Dinger zu bauen. Weil wir uns natürlich dann auch gefragt haben, ja, wozu sollten wir denn überhaupt? Also wozu brauchen wir denn unbedingt die Züge, wenn es eigentlich ja wunderbar auch so funktioniert. Ich glaube, das war immer so der Gedanke dahinter am Ende. Eigentlich auch ebenerdig bleiben, ne? Merke ich gerade. Kann man nicht so viele Lifte einsetzen. Quatsch. Sieht lustig aus, wo ich gerade bin. Wo bist du denn gerade? Guck mal auf der Map. Moment, ich mach das noch kurz fertig. So. Was sieht da lustig aus? Naja. Ich befinde mich gerade auf einem Plattensteg und habe. Ach so, ja, okay. Klar. Alter, es ist aber auch ein Konstrukt hier. Ich glaube, da müssen wir mal ein schönes Case für bauen später. Ja, ein Case mit ein bisschen Strom drinnen, ne? Ja, stimmt. Also das sollte jedenfalls wunderbar machbar sein. Ich jetzt mal so behaupten. Jetzt ohne Scheiß, ich bin immer noch zu hoch, ich bin immer noch zu tief. Könnte man eigentlich auch. Und ja noch mehr. So, wenn man nur die Hälfte braucht, deswegen brauchen wir dann gar nicht boosten. Okay.
wird sich hier eh stauen. Okay, gut, dann kann man ja einfach voll erfüllen. Oh, gut, Stahlrohr 15. Passt. So, dann. Quatsch. Wieder. Richtig, jetzt gehen mir, glaube ich, die Teile aus. Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich erstmal. Jetzt wird es aber knapp hier. Aber gut, wir haben es sowieso jetzt kurz vor. Ich würde jetzt noch kurz diesen Gebäudeteil hier fertig machen und dann steuere ich zurück in die Base. Wir haben es nämlich auch schon fast 6. Und. Sagt man, ich muss tatsächlich da. Oh Gott. So, Andi, wir haben es kurz vor. Du kannst ja jetzt schon mal in die Base zurückkommen. Knapp. Okay, das war's dann auch schon. Na gut, okay, dann. Erwischt. So, er ist nicht eingestellt. Okay. 45 die Minute. Alles klar. Passt. Gut, dann der Stromangelpunkt ist da vorne. Ja, okay, alles klar. Hm? Ah, doch. Das, wir kommen voran. Wir kommen voran. Ist noch eine Menge Arbeit, aber dann haben wir wenigstens auch die Materialien gut genutzt heute. Kannst ja mal nach oben gucken. Ja, ich hab zwischendurch schon mal gelinst, aber da sieht man, da ist der Weg so. Ja, ziemlich geil. Bis da hinten. Das sieht schon ziemlich geil aus. So, Steig mal in die Röhre und dann kannst du ungefähr sehen, wo ich angekommen bin. Ja, ich will jetzt ja eh wieder zur Base zurückkommen, also von daher steige ich jetzt eh in die Röhre. So. Ja, dann können wir nächstes Mal so einen kleinen, also so eine kleine Besuchsrunde machen. Dann können alle ihre Maps zeigen. Dann gucken wir uns mal die Map von Alex an. Vielleicht möchte Dennis dann mal seine Map zeigen. Die aktuelle. Wir können mal die Map zeigen, die wir beide gespielt haben, Andi. Oh ja. Kann auch mal meine Singleplayer-Map zeigen. Wo ich auch schon lange nicht mehr drauf war, aber. Also beim nächsten Zwischenhäuschen kannst du mal nach oben gucken. Kann doch zwischendurch. Ach, guck mal, da oben sehe ich's.
Das ist gut beim Hypertube, man kann... Was reicht? Achso, von der Höhe. Ja, das dachte ich mir schon. Dieses Gebirge da in der Mitte ist echt mega hoch. Ja. Ich hab das Problem mit... also auf meiner Singleplayer-Map auch schon gehabt. Ich wollte auch schon öfter mal irgendwo drüber und ich musste dann doch immer wieder noch mal ein paar Stufen höher machen. Was einem das für eine Mühe spart, im Hypertube diesen Berg so hoch zu fliegen. Ist auch geil, wie die Viecher hier einfach in den Berg reinfliegen. Komplett ungeklippt. So, wo ist dein? Ach, da hinten ist der. Ah ja, ich sehe das Ende. Okay. Ah ja, klar, hier kommt jetzt die nächste große Stufe. Ja, aber das ist doch schon mal gut, wir kommen ja weiter. Und ich habe auch nur 300 Benzin verbraten. Ja, wenn du immer Strom hättest, dann könntest du das mit dem Schweberucksack machen. Das ist auch gut. Ich bin ja gerade an der Grundstruktur bauen, da kann ich so schlecht schon Strom haben. Ja, man kann sich halt Strommasten quasi mitnehmen, sozusagen. Ja, ist aber auch blöd. Ja, das stimmt. Das ist auch. Gerade weil sie dann später eh wieder weg müssen, weil du ja den Strom sowieso durch die Wände ziehst, ne? Also, genau. Ja. Aber da muss den ganzen Gang, das dauert sowieso, also das wird ja sowieso noch viel mehr, ne? Ja. Mit den ganzen Materialien, die da noch drüber kommen. Ne? Aber es wird bestimmt ganz geil am Ende. Ich kann dir da ja auch ein bisschen mithelfen, dann, wenn. Also ich bin ja mit der Fabrik. Bin ja mit der Fabrik sehr gut weitergekommen heute. Nächstes Mal rüste ich mich einfach nur noch mal wieder mit ein bisschen Material aus und dann, dann kann ich da weitermachen und ich glaube, das kriege ich nächstes Mal auch fertig. Ich glaube, das ist ja, jetzt nicht also, vermessen. Ich kann dir jetzt schon sagen, beim nächsten Mal werde ich definitiv nicht fertig mit dem, ja, deswegen, mit dem Gang. Deswegen meinte ich ja, da kann ich dir ja helfen oder ich fange schon mal an, so ein bisschen den Rahmen dafür zu bauen oder so. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja, kann ich dich ja ein bisschen unterstützen dabei. Ja. So, Stahlfabrik ist fertig. Ja, das ist doch auch gut. Dann hast du auch einen schönen Abschluss für den Tag. Ich muss noch zusehen, dass ich hier jetzt alles so aufbaue, dass ich nicht wieder immer in die Base zurück muss wegen Material. Ich habe jetzt heute Beton fertig gebaut, dann habe ich selbstständig eine Produktion von Eisenplatten, Eisenstangen und separaten Beton nochmal hier vor Ort gemacht, damit ich alles hier habe. Mehr brauche ich auch nicht für das Lager. Vor allem, dann bist du nicht ständig am Hin- und Herrennen. Es geht darum ganz genau, dass ich unabhängig bin und nicht jedes Mal immer was anzapfen muss und den ganzen Kladderadatsch halt. Also das nervige Prozedere immer mit dem Hin- und Herreisen kostet ja auch Zeit. Ja, stimmt. Deswegen war es mir wichtig, dass ich heute so weit vorankomme, dass ich das eben nicht mehr machen muss. Nur kurz so, hier. Ich bin dann auch mal in der Base. Also ich glaube beim nächsten Mal sortiere ich mir wieder ein, was ich brauche, aber dann mache ich jetzt hier. Was denn hier? Ich muss mir hier nur kurz noch einen Punkt setzen. Das habe ich alles. Oh, ein Blick auf die Kanone. Ach ja. Ich glaube, diese Kanone war gar nicht so gefährlich, ne? Diese da vorne.
Die rechte, die feuert dich quer über die ganze Karte, aber das Ding, das schießt. Die linke feuert dich ganz über die Karte. Die rechte, die linke, die dürfte nicht so schlimm sein. Ich glaube, die feuert einen nur wahnsinnig hoch. Ja. Wie man den Versorgungsweg zum Aluminium gerade gesehen hat. Da hinten. Ja, du kannst von hier theoretisch... Wenn die Aluminiumfabrik kann man sehen. Ja. Was ist denn hier los? Ja, ich bin ja nicht von gestern. Aber warum ist denn hier noch ein Loch? Schön, wenn es so angenehm hakt. So, haben wir es auch mal zugemacht hier. So, gut, dann steuere ich mal den Hub. Ach, Andi ist auch schon da. Gut, Dennis ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Nehme ich mal an. Ja, ich bleib hier. Alles klar. Weil ich muss, das bringt nichts, wenn ich zurückkomme. Ich muss sowieso beim nächsten Mal hier wieder anfangen. Na klar. Das stimmt, ja. Das spart mir dann Zeit und ich kann auch sofort dann anfangen, das Lagerhaus weiterzumachen. Obwohl, ich muss hier das ein oder andere nochmal connecten. Ich weiß ja nicht, da ich hier soweit bin, mit den Hypertube-Verteilern hier, sind die jetzt so verblieben, dass ich die dann auf die Fabrik hier umbaue oder ob du die eher auf die Fabrik so umbaust? Das kann ich dir auch machen. Ich komme dann einfach mal vorbei und dann schauen wir es uns mal an, wo es hin soll. Ich kann dir auch einfach das. Das ist quasi auf dem Dach endet und dass es quasi dann vom Dach halt weitergeht. Also dass man halt direkt an der Fabrik aussteigen kann. So dachte ich dann halt. Ja, klar. Dann. Kannst Weil so diese Hypertube-Sachen ist ja eigentlich so mehr oder weniger dein Ding, aber wenn du jetzt sagst, du, das ist da deine Ecke hinten, du bist da sowieso im Gange, du weißt es am besten, dann mache ich das auch, ist kein Problem. Kann ja eine gute Ecke aussuchen, dann machen wir da einen Ausläufer. Aber dann, das müsste ich mir mal angucken. Vielleicht muss man auch ein Häuschen mehr bauen oder so. Schaue ich mir dann mal an beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also deswegen ja Rücksprache mit dir. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, wer das dann da hinsetzt. Oder ich weiß ja nicht, wie ausgelastet dein Plan fürs nächste Mal ist. Also ich habe genug zu tun. Danach geht. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir das nicht hinkriegen. Ich sage ja nur, dass es mir eigentlich vollkommen egal ist, wer das macht. Wenn ich hier so weit bin, dass ich mich quasi nur noch dann ums Lagerhaus kümmern kann. Weil ich muss ja ein, zwei Sachen muss ich noch connecten oder beziehungsweise bauen, damit das hier auch rund läuft. Aber das habe ich in den nächsten 10 Minuten habe ich das hin und dann geht es nur noch darum, das Lagerhaus halt zu machen. Was ja eigentlich auch schon ziemlich weit ist. Die Frage ist halt nur, wie viel Lagerkapazität bräuchten wir denn bei zwei Kraftwerken, damit wir hier alles vernünftig haben? Ich habe keine Dimension, das müssen wir sehen. Also ich glaube, dass das Lager sowieso schon jenseits von Gut und Böse ist. Also ich glaube, das Spiel könnten wir dann mehrere Jahre durchlaufen lassen, bis es voll ist. Also ich glaube, das ist jetzt schon mehr als groß genug. Also von daher, da brauchst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. So, das ist jetzt nur noch ganz genau, normal ist langweilig für mich. Ja, das ist jetzt nur noch Prestige. Das kannst du machen, so groß wie du möchtest. Aber ich glaube, das, was wir da schon haben, reicht schon. Also, okay, da geht es jetzt nicht mehr um Brauchen. Also, das ist der Call für mich, dass ich also mich komplett austoben kann. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann lohnt hau sich raus. Das ja auf jeden Fall. Ja klar, mach das Lager ruhig so richtig protzig. Das ist vollkommen okay. Damit hast du mir gerade eben den Startschuss gegeben, richtig massiv zu übertreiben. Das ist dann auch am Ende so ein Snapshot dann wert. Genau, soll ja jetzt auch, es wird ja wahrscheinlich auch das letzte große Projekt werden. Dann soll das auch richtig geil sein. Ne? Damit redest du mit dem richtigen Mann für solche Sachen. Du weißt ja, ich kann nicht normal bauen. Ja, und genau, dann machen wir jetzt an der Stelle Feierabend. Und genau, beim nächsten Mal würde ich dann sagen, machen wir einen kleinen Rundgang. Hier, Alex wollte uns mal zeigen, was er so auf der Karte hat. Wir zeigen mal unsere Karten. Dann machen wir das nächstes Mal. So, und dann ist hier jetzt an der Stelle Feierabend.
Ich danke allen Zuschauern, vor allem Alex, ne? War sehr angenehm. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.